Herr Mayer, wir sind im Neubau des Logistikzentrums hier in Espelkamp. Warum wird das neue Logistikzentrum gebaut? Der Grund ist relativ einfach. Unser bestehendes Lager- und Versandzentrum hier in der Nähe an unserem Standort Wilhelm-Harting-Straße ist bezüglich des Durchsatzes wie auch der Lagerkapazität absolut an seine Grenze angelangt. Das heißt, wir haben heute schon Probleme, teilweise einzulagern, was im Umkehrschluss wieder heißt, es geht auch am Ende nicht genug raus. Und deswegen haben wir uns vor einigen Jahren entschieden, die Planung für dieses neue Distributionszentrum aufzunehmen, das hier heute auf der Grünwiese entsteht und sowohl bezüglich Durchsatz wie auch der Lagerkapazität deutlich mehr Möglichkeiten hat. Welche Leistungen soll das Distributionszentrum künftig haben? Also ich fange erstmal an mit der Lagerkapazität. Wir werden hier in der Lage sein, bis zu 120.000 Lagerbehälter, und wenn ich Lagerbehälter sage, dann rede ich von einem Standard-Kunststoffbehälter zu lagern, und 6.900 Paletten. Viel wichtiger ist aber der Durchsatz. Und bezüglich des Durchsatzes ist unser Ziel in der Ausbaustufe 1, am Tag bis zu 20.000 Kundenauftragspositionen zu bearbeiten. Das bedeutet, dass wir dann mehr als 10.000 Sendungen an unsere Kunden in Europa wie auch an unsere Landesliga in Übersee versenden werden. Was sind für Sie die technischen Highlights der Anlage? Technischen Highlights, da hebe ich natürlich auch ein bisschen auf die Harting-Produkte ab. Wir haben einige Eigenentwicklungen getrieben. Beispielsweise werden wir voll beleglos agieren. Jede Palette, die in dieses Distributionszentrum eingelagert wird, wird mit einem RFID-Tag versehen und im Folgeprozess vollautomatisiert, ohne einen begleitenden Beleg durch den Prozess gebracht. Die Stapler, die eine solche Palette aufnehmen beispielsweise, sind mit Harting RFID-Equipment ausgerüstet und erkennen sofort beim Aufnehmen die Palette und bekommen dann übers Fahrerleitterminal eine Zielkoordinate angegeben. Und über eine Steuerung auf dem Fahrerleitterminal quittieren wir dann, ob die Palette auf dem richtigen Stellplatz auch entsprechend eingebucht wurde. Alles vollautomatisiert. Sicherlich eins der Highlights. Andere Highlight aus meiner Sicht ist die durchgängige Steuerung mit SAP EWM. Durchgängig ist eine Herausforderung. Wir steuern bis auf das einzelne Fahrzeug die einzelne Lagertechnikkomponente runter mit SAP EWM. Und das vor dem Hintergrund einer sehr hohen Dynamik. Wir wollen in der Stunde 2000 Behälter bewegen, ist aus meiner Sicht eine Herausforderung. Selbst ein einzelnes Shuttle-Fahrzeug wird mit dem SAP EWM in Bewegung gesetzt. Welche Bedeutung hat das Thema Ergonomie bei Ihnen? Ergonomie war einer, neben der Effizienz dieser Anlage und der hohen Ausbringung, die wir mit der Anlage erzielen wollen, war für uns die Ergonomie einer der wichtigsten Faktoren bei der Planung. Wenn ich über Ergonomie spreche in einem Logistikzentrum, dann rede ich aber nicht nur von Heben und Tragen von Lasten. Beispielsweise das ganze Arbeitsumfeld. Wir werden hier in einem sehr hellen, lichtdurchfluteten Arbeitsumfeld unsere Arbeitsplätze unterbringen. Jetzt geht das Licht gerade aus. In einem sehr hellen Arbeitsumfeld unsere Arbeitsplätze unterbringen. Jeder Mitarbeiter sieht an jedem Arbeitsplatz auch Tageslicht. Die ganze Halle ist mit einer Fußbodenheizung versehen, klimatisiert, belüftet. Das alles sind für mich Faktoren einer Ergonomie, die für uns wichtig war. Denn die Ressource Mensch ist unsere wichtigste Ressource. Ohne einen Mitarbeiter geht kein Paket hier aus diesem Logistikzentrum raus. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir ein möglichst gutes Arbeitsumfeld schaffen. Denn fühlen sich die Mitarbeiter wohl, bringen sie auch Spitzenleistung. Das ist unsere Philosophie. Welche Überlegungen haben Sie im Bereich Energieeffizienz und Energiegewinnung angestellt? Ein sehr wichtiger Punkt für uns in der Planung gewesen, das Thema Energieeffizienz. Wir planen beispielsweise mit einer Geothermieanlage. Das bedeutet, dass sowohl die Kühlung, die wir für den Sommer einsetzen wollen, wie auch die Erwärmung der Halle, die über eine Fußbodenheizung eingebracht wird, aus einer Geothermieanlage entnommen wird. Damit decken wir nicht 100% unseres Energiebedarfs, sondern so in etwa 30-35% des Wärme- und Kältebedarfs. Der Rest, den wir brauchen, kommt dann über Wärmetauscher, die mit Biomethan, also mit Biogas, betrieben werden. Weiterhin haben wir natürlich einen hohen Strombedarf für die ganze Automatisierung in dieser Anlage. Den wollen wir mit einer Photovoltaikanlage decken. Das heißt, die Hallendächer sind für die Aufnahme einer PV-Anlage vorgesehen. Und mit diesem ehrgeizigen Energiekonzept ist unser Ziel, den KfW 55 Standard zu erreichen. Das ist ein durchaus sehr hoher Standard, ist auch nicht ganz einfach mit einer Anlage in dieser Größe und mit dem Energiebedarf, den wir hier für diese Anlage haben. Wie wollen Sie denn Behälterverkehr reduzieren bei den Kundenaufträgen?
Ja, auch das ist ein wichtiger Faktor gewesen. In unserer heutigen Anlage kommissionieren wir anders, als wir das in der Zukunft tun werden. Wenn wir heute einen Kundenauftrag kommissionieren, beispielsweise mit 3 Positionen, fahren wir Behälter 1, 2 und 3 aus der Anlage raus. Nachdem der Kundenauftrag fertig kommissioniert ist, fahren wir sie wieder zurück in die Anlage. Eine Simulation, die wir durchgeführt haben, hat gezeigt, dass der Engpass an einer solchen Stelle die Fördertechnik ist. Das heißt, die Fördertechnik, die Anlage mit den Kommissionierplätzen verbindet. Und das wollen wir ändern in Zukunft. Das heißt, wir werden zukünftig artikelbezogen kommissionieren. Ich fahre also einen Behälter, den ich für einen Kundenauftrag brauche, raus aus der Anlage an einen Kommissionierplatz. In dem Moment gucke ich in meinen gesamten Auftragstopf, den ich im SAP habe, und gucke, wie viele Aufträge habe ich noch für dieses Material. Und die werden dann auch alle nacheinander abkommissioniert. Das heißt, ich fahre eine Quellwanne nur einmal aus der Technik raus. So lange wird kommissioniert, bis sie entweder leer ist oder alle Kundenaufträge für dieses Material für den Moment abgeschlossen sind. Erst dann fahre ich sie wieder zurück in die Anlage. Damit wollen wir die Zielsetzung verfolgen, den Traffic, also den Verkehr auf der Fördertechnik, möglichst gering zu halten, damit eben die Fördertechnik nicht irgendwann wieder der begrenzende Faktor in einer solchen Anlage wird. Wie viel Geld wird investiert und wann ist endgültiger Start der Anlage? Vielleicht sage ich mal, wann wir angefangen haben. Wir haben im Februar letzten Jahres angefangen mit den Bautätigkeiten. Und Sie sehen ja selbst, es ist einiges passiert. Der Hochbau ist soweit durch. Im Oktober haben wir Ende Oktober gestartet, die Technik mit dem Technikeinbau zu beginnen. Das Gebäude wird in etwa im Juli diesen Jahres fertig sein, also 2018. Die Hochlaufphase 1 beginnt Ende Oktober, Anfang November diesen Jahres. Dann werden wir mit einer überschaubaren Anzahl Artikel werden wir anfangen, diese Anlage hochzufahren. Im Frühjahr 2019 soll die Anlage dann in vollem Wirkbetrieb mit einer hohen Verfügbarkeit verfügbar sein. Dankeschön.